Jared hat Bands gebraucht, die umsonst in seinem Haus spielen, damit er von dem Eintrittsgeld seine Unibücher kaufen konnte. Wir haben also dort gespielt und die Leute haben angefangen zu sagen, ich gehe zu Jareds Party, um die Bloodhound Gang zu sehen. Wow, jemand wollte uns wirklich sehen. So hat das alles begonnen. Gastgeber und Kumpel Evil Jared wird prompt mit in die Band geholt. Zwar hat er null Plan von dem, was er musikalisch zu machen hat, aber damit steht er den übrigen Mitgliedern ja in nichts nach. Nun noch schnell DJ Q-Boy mit ins Boot und die Ära Bloodhound Gang kann beginnen. Nach endlos vielen versendeten Demo-Tapes findet sich endlich ein Club, in dem sie regelmäßig spielen dürfen. Und das ist nicht irgendein Club, sondern das legendäre CBGBs in New York, die Wiege des Punkrock. Das war für uns das Größte auf der Welt. Ich meine, wow, CBGBs. Alles Gute, was uns passiert ist, hat mich immer überrascht. Etliche Clubauftritte später veröffentlicht die Bloodhound Gang 1995 ihr erstes Album Use Your Fingers, ein ungehobelter Mix aus Hip-Hop und Punkrock. Ein Flop. 1996 erscheint ihr zweites Album One Fierce Beer Coaster. Und diesmal fällt es schwer, die Jungs zu ignorieren, denn auf dieser Platte befindet sich mit Fire Water Burn der erste Hit der Bloodhound Gang. The roof is on fire. Fire Water Burn macht die Bloodhound Gang schlagartig bekannt und verhilft der jungen Band zum weltweiten Durchbruch. Selbst 10 Jahre später kann noch jeder den Song auswendig mitgrölen. Es ist mir egal, wie gut du aussiehst, aber ich kann mir diese Scheiße nicht länger anhören. Was ist das, die Bloodhound Gang? Ich frage mich echt oft, was geschieht mit diesen One-Hit-Wonder-Loser-Bands? Genau, was passiert mit dieser One-Hit-Wonder-Loser-Band? Sie macht natürlich weiter. Und nach einer ausgiebigen Tour, die vor allem in Europa großen Anklang findet, hauen sie die nächste Single Along Comes Mary hinterher. Sweet as the punch. Das dazugehörige Album Hooray for Boobies schafft es sogar auf Platz 1 der deutschen Charts. Und das hat natürlich mit der unbestritten erfolgreichsten Nummer der Bloodhound Gang zu tun. The Bad Touch hält sich wochenlang auf Platz 1 der Singlecharts. Auch auf diesem Album vertreten The Ballad of Chasey Lane, eine Art Liebeserklärung an die gleichnamige amerikanische Pornodarstellerin. An dieser Stelle möchten wir gerne ein für alle Mal das Gerücht klären, Evil Jared sei mal Pornodarsteller gewesen. Das war kein Gerücht. Ich habe in einem Porno mitgespielt. Aber mein Auftritt war so schlecht, dass meine Szene rausgeschnitten wurde. Ich sollte einen geblasen bekommen, aber nach gerade mal 30 Sekunden war ich so aufgeregt, dass ich ihr komplett in die Haare gespritzt habe. Sie und der Regisseur waren stinksauer und ich dachte mir, Mann, das ist der geilste Tag in meinem Leben. Warum seid ihr alle so angepisst? Ein Pornostar hat mir einen geblasen, euer Film ist mir doch egal. Es war der beste Tag in meinem Leben. Evil Jared hat den schönsten Tag im Leben dank kostenlosem Blowjob. Aber was passiert im Leben der ganzen Bloodhound Gang? Immerhin verschwinden die Jungs 2000 ganze 5 Jahre von der Bildfläche. Was war da los? Wir waren 18 Monate auf Tour. Wir hatten die Nase voll voneinander. Also haben wir uns ein paar Jahre Pause gegönnt. Einfach, um wieder runterzukommen. Wir wollten nicht über ein nächstes Album oder unsere Musik nachdenken. Alles, woran wir dachten, war, ich muss schnell weg von diesen Arschlöchern. Dann flogen Jared und ich 2001 Flugzeuge in ein paar Gebäude. Und 2002, 2003 fingen wir wieder an, Songs zu schreiben. Als sie im Herbst 2005 nach dieser jahrelangen Pause mit ihrem neuen Album Hefty Fine zurückkommen, können sie mit der Single Foxtrot Uniform Charlie Kilo gleich wieder am Erfolg anknüpfen, als wären sie nie weg gewesen. If I get you in the loop when I make a point to be street, we